Wo, also wiederum lassen wir es dann am besten rauskommen, das Uran? Den Uranmüll? Das ist echt. Weißt du, es ist eigentlich richtig scheiße, dass es hier ist. Weil ich hab gehofft, dass wir über das Gelände kommen, die alten Container zu bonnern können. Das ist echt scheiße so. Ja, Richtig wobei ich finde scheiße. es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil dadurch hat man von hier aus eine schöne Sicht, finde ich. Das finde ich auch cool. Weil man hier steht, ist eine schöne Sicht. Und wenn man so steht auch, weil man die Dings nicht Wie können sieht. wir Container platzieren? Wir könnten hier, also hier anfangen würden, ab hier einen Container zu platzieren, ja? Genau, und dann da Wo lang. kommen wir zwei hintereinander? Drei nicht, weil wir daran denken müssen, dass wir nicht zueinander eine Wand platzieren. Ja, aber hier würde ich sowieso logischerweise freilassen. Das heißt, wir bekommen hier eigentlich nur zwei Container hintereinander. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass wir auf jede. Wir müssen noch was bedenken. Naja, geht nicht, ne? Wie speisen wir die Container ein, die alle hier hinten stehen, in dem Bereich? Wollen wir tatsächlich so machen, dass ein einziger, eine einzige Frachtstation nach hier oben führt und drei andere nach unten? Ich hätte eine geilere Idee. Okay. Alle nach oben. Ja. Können wir das? Schaffen wir das hier vier Batterien quasi in Anführungszeichen einen Container zu bauen? Also insgesamt gesehen. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja. Selbst wenn 5 sind, ja, nochmal angenommen. Ich mache das mal so, wie die Ressourcen fließen, ja. Die kommen hier an. Dann hier lang. Die Ja. Container. Gehe dann hier die Container nach oben quasi. Ne? Also wie auch da drüben im Gebäude. Ja. Immer oben und im obersten Container, der an der Decke quasi ist, ja. Geht das Fließband rüber. Darüber. Komplett. In den hintersten Container oder vorne oben. Und von da geht es genau andersrum. Immer nach unten, die Ressourcen, dass im vordersten Container hier das Ende ist. Und wir da quasi gucken können, wie viel drin ist. Hier unten nur drin, weil wir Ja. nicht erst oben irgendwo hin müssen. Und rein theoretisch dann einen Schredder vielleicht sogar hier vor platzieren könnten. Wenn wir das genug lassen Wobei würden. wir das Problem haben könnten, ich weiß nicht, ob es passt, so bezüglich. Naja, wir müssen ja gucken, wo der Input und der Output ist. Ich kann jetzt leider nicht mal irgendeinen platzieren, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob Ach es so, passt. wegen. Ja, da ist keiner bestimmt, oder? Oder wegen Ich den hoffe Ressourcen auch hier es. aus. Ich hab halt nicht mal alles dabei mittlerweile. Wo sind die denn da? Ja, easy, Alter. Ja, sehr gut. Wenn die jetzt von hier kommen, die ersten Ressourcen, die kommen ja so. Ja. Ich Ganz baue erstmal erstmal alle irgendwie hin. da, genau. Was der nächste? Dreht sich nicht. Warum dreht er sich nicht automatisch? Ich kann ihn gar nicht drehen. Kann ich nicht drehen? Kann ich nur so drauf beziehen. Ja. Und das geht's nicht. Warum auch immer gerade? Okay, Warum das ist darf ich den nicht komisch. drehen? Echt komisch. Ich kann ihn nicht drehen. Ohne Dann Scheiß. platziere mal, Geht nicht. dann baue ich ihn ab und dann baue ich mal. Passiert einfach nicht, dass ich den drehe. Ja. Bei mir hat es aber auch direkt funktioniert. Was heißt, ja, das hier bräuchte ich einen dritten Container drauf, damit das geht, ne? Warte, zwei, Wir können vier, sogar drei bauen, geht. oder? Ja, einer geht noch. Ja, perfekt. Es Das wird heißt, wenn zwar ich dann den. knapp, aber Ja, ich kann drehen, geht. juhu. Ja. Dann über die Und Decke wir müssen quasi, jetzt aber noch geradeaus gucken, ob rüber. es auf der anderen Seite aufgehen würde, aber naja, Notf. Achso, doch. Muss es M aber, müssen wir kein aber. Problem. Ja, guck Ich mal. stelle sie gleich hier vorne, oder? Gleiche Reihe. Hier. Ausgang müsste so sein, in der Theorie, dass das Ende hier ist. Kann ich hier nicht drehen, Alter. Doch, bei mir Das hast du Ergebnis gerade ganz so aber. oft gedreht, Alter. Der Ausgang ist aber falsch rum. Unten. Ach nee, stimmt nicht, falsch. Also ja, ist richtig. Sag mal bitte, wieso? Ist gut. Nee, geht nicht. Musst du platzieren, Nico. Übrigens kein Stahlrohr mehr, das ist ein Problem. Oder? Ich kann, wir können ja Okay. die abbauen zur Not, das ist kein Problem. Aber du musst dich drum kümmern, weil Genau. ich kann nicht. Der ist falsch, der Oberer. Jupp. Mach du mal. War. Dreiche. Ja, das sieht Nein, sehr, kein sehr Problem. gut aus. Die untere Ebene ist eine Wand.
So, ne? Mit einer Platte tiefer mit allem. Das ist versetzt. Wenn du das hier anschaust, und hier die Platte, haben wir einen Versatz drin. Von einem halben Container. Ja. Damit stimmt. Oh lol, weil wir sie hochgemacht haben. Die Bodenplatte ist einfach niedriger. Wir brauchen nur eine 1. Ja, ja, oder also natürlich das hier eins höher. Ja. Aber dann geht's nicht mehr, weil wir nicht hoch genug können. Wegen dem Container, da können wir nicht mehr drei übereinander stapeln. Außer wir wollen nicht mehr drauf kommen. Was eigentlich auch nicht schlimm wäre. Ja, oder man baut halt dann nochmal eine Wand höher, wenn man gerade so drauf kommt. Wäre jetzt eine Wand höher, ist auch nicht so tragisch, würde ich sagen. Warte, ganz ehrlich, warte. Was brauchen die Stahlrohre und Stahlträger? Ich hole nochmal gerade Ressourcen. Stahlträger habe ich noch 100. Ja, ich bin nicht okay. Weil ich finde, es ist schwierig auszumachen, wenn nicht, dass wir es einfach so irgendwie planen, dann ist es doch nicht so funktioniert. Ich glaube, so an Stahlsachen haben wir mittlerweile auch nicht mehr gerade viel. Ja, hier zumindest schon. Ja. Also Kupferbleche sind komplett easy. Kupferbleche? Ja. Eisenmasse. Was brauchen wir? Nee, ach, Kupferbleche. Kupfer. Ich dachte gerade Kupfer, hier, Platten halt. Bleche. Deswegen so, hä? Naja. Ja, gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Warte, ich kann ja gucken, ob es irgendwo noch was gibt. Wobei doch haben wir nicht. Also, da halt noch 300. Wobei haben wir nicht noch irgendwo Stahlrohre? Oh, ja, okay. Also, wir haben noch knapp einen Container voll Stahlrohre, okay. Läuft. Ah, und da sind auch Stahlträger. Ja, okay, ich habe mich vertan. Eindeutig. Ist schon krass, wie diese scheiß Glaswand hier hinten wie ein Spiegel funktioniert. Ich sehe die Hälfte von dem Raum halt nochmal in der Glaswand. Das ist halt okay. Abartig. Krass. Danach ist einfach schwarz, danach ist einfach wahrscheinlich vom Spiel her so erreicht. Aber das Spiegelung. Krass. Das ist eigentlich in alle Richtungen. Alter. Wahrscheinlich durch die Sonneneinstrahlung und so. Und dann muss man mal gucken, was bei dir auch so ist. Mhm. Mich interessieren. Wie lange wollen wir eigentlich noch machen? Ja, ich habe auch schon mal auf die Uhr geguckt. Also ich würde sagen, das planen wir noch und dann war's. Also in 15 dann. Minuten hätten wir die 5 Stunden voll. War eigentlich ganz geil. Alter! Oh Leute. Ja, dann noch ein bisschen, okay. 15 Minuten. Wo spielt man? Also da hinten die Wand als Spiegelung? Ja. Ja, genau. Also das kommt der halbe Raum, also hier hin oder so. Keine Ahnung, spiegelt sich der komplette Raum halt. So. Okay, ja, scheiße sagen. Ja, das nicht. Also bei mir ist unten schwarz, so der Bereich. Ja. Aber hier oben spiegelt sich, also ich sehe halt. Hä, da oben? Ja. Ich sehe sogar ein bisschen, wenn ich in einem bestimmten Winkel schaue, sehe ich sogar hier die Container. Leute, ich auch, ja genau. Und die Wände spiegeln sich halt, ja, so ja. Ist hierhin bei mir. Aber der Boden spiegelt sich halt ab hier. Okay, also Boden sehe ich gar nicht. Das ist einfach schwarz. Sich, na, also ich schaue gerade, das mit hier spiegelt sich alles. Das sind Wände, dann der Boden fängt hier an, danach ist schwarz. Und dann wieder Wand. Er denkt es sowieso komplett schwarz bei mir zum Teil. Ach, keine Ahnung. Naja. Ja, weil halt die gerade nicht durchsichtig sind, weil das so weg sind, glaube ich. Deswegen ist das so. Ja, das könnte sein. Wollen wir die mal richtiger platzieren? Anstatt irgendwie so halb random? Wobei, es macht eigentlich auch nicht so viel Sinn. Ah, nee. Ist egal, erstmal testen. Ja, warte. So. Aber müssen wir jetzt eigentlich rein, durch die Wand. Soll ich mal kurz den Boden hier reinziehen? Ein Stückchen zumindest. Als höher. Weil wir müssen jetzt erstmal überlegen, ob es überhaupt passt. Weil das Problem ist, da kommt ja dann nochmal ein anderer Container drauf. Das heißt, da wäre es dann so und dadurch passt es nicht mehr. Warte. Also einfach schnell testen. Also ich will einfach gerade die Wände, den Boden kurz anziehen mit den zwei Dinger. Aber egal. Mhm. Soll das auch schon platzieren oder muss ich noch? Ja. Genau, eins daneben. Da muss ich. Weißt du schon. Mhm. Ja, geht nicht. Nicht? Genau, also der ist jetzt halt falsch rum.
da wir hier einen zu hoch sind, also einen höher gegangen sind, ist der hier, muss ich hier Okay, auch noch einen drauf Idee. platzieren. Wir lassen den Versatz drin und gehen Ja. mit dem obersten über den Containern mit dem Fließband ans Ende dran, hinten. Und dann einfach nur ein Liftstückchen runter und rein. Fertig. Ja, warte mal. Geht ja. Warte, was? Mit der Plattform oder ohne? Ohne. Mit Versatz. Halben Container für Versatz. Das heißt, wir machen es so, dass der oberste Output. Ja, passt aber auch nicht. Warum nicht? Weil ja dann der Output Doch hier vorne gleich. ist. Nee, dann ist der Output hier vorne. Wenn Ja, wir ist ja es mit okay. Versatz machen. Ja, dann ist der Output ja nicht hinten. Input Nikotin rein, meinst du? Ja. Also ich meine, klar, man könnte dann natürlich den Echt kompletten jetzt? Weg. Ja, Oh, man was könnte ändert zwar. das? Ach stimmt, wir hätten hier einen Container mehr, ne? Das wird's ändern. Oder da ein Nee, nee. weniger. Nee, die Anzahl hier bleibt ja komplett gleich, aber hier, der kommt weg. Und da wird's reiterisch wieder passen, aber dann haben wir Versatz. Richtig. Scheiße. Das ist doch Kacke. Das müsste genau andersrum sein. Ich könnte mit. Aber, ach, Kacke. Ja, ja, okay, das ist scheiße. Das, nee, die wird nur dann gehen, wenn die. Wir könnten es halt machen, dass unten halt das Ende nicht hier ist, sondern das Ende da hinten ist. Also, dieser Spiegel. Holy shit, sieht voll geil aus. Wäre auch nicht so tragisch, aber es hier oben passen. Und das Ende der Ressourcen wäre Oder? hier. Und wenn die hier ankommen, dann wissen wir, okay, wir haben schon ganz viel an Abfall. Du Oder hast eh warte mal. alles nur Uranabfall, Alter. Ich brauche mal gar nicht so viel. Das ist voll Ja. dumm. Wir haben so wenig Abfall an Uran. Lol, Matze. Wir müssen so übrigens sowieso bedenken, wir haben eine einzige Plattform, wo eigentlich Uran ankommt. Ja, ist mir auch reingefallen. Ja, Dann egal. splitten wir die halt. Dann bauen wir das so um beim AKW, Scheiße. dass alle vier Waggons gleichzeitig bepumpt werden. Das ist mir doch egal. Notfalls. Wir Mal gucken, warte splittern mal. einfach. Aber was wäre denn, wenn wir das ohne mit Versatz machen? Also ich kann ja mal Ja. bauen. Also so. Und das geht ja dann So, theoretisch. ja. Weil ich glaube, was ganz praktisch wäre, der oder ich habe eine Idee, wie ich das Glas klar machen kann. Lass platzieren. Oh Gott. Oh. Komm schon. Ach so, scheiße, das ist hier falsch rum. Ja. Ja. Ich dachte gerade, ne, dass man das halt so Nee. macht, aber ja. Geht ja auch nicht. Das ist so einfach, Nico. Das ist doch jetzt problematisch. Aber wie Ja, lass machen doch das? einfach, egal, lass doch unter den Container andersrum bauen. Lass halt andersrum anfangen. Ist doch wurscht, ist doch dumm, Ja. egal, ob es unten so oder so rum ist. Wobei ich mir Hauptsache, es denke, passt hier oben wie gut. machen wir das denn sowieso? Das ist wichtig. Wobei wollen wir nicht sowieso den vordersten Frachtcontainer nur anschließen, dann mal vier splitten und dann passt das? Ich würde sogar eher so sagen, wir bauen das mit vier Containern einzeln. An die Dinger dran, vier Batterien quasi. Ja. Wir lassen aber nur die vorderste angeschlossen und falls das voll läuft, schon mit dem AKW einfach auf den zweiten Waggon umswitchen und fertig. Und falls wir aus irgendwelchen Gründen noch einen zweiten AKW zu haben oder sowas, oder irgendeinen anderen Abfall, der aus irgendwelchen Gründen im späteren Patch mal Strahlung hat, dann haben wir zumindest noch die Möglichkeit, das einfach in einen dritten oder vierten Container zu benutzen oder zweiten, wie auch immer. Also Waggon, Das Haltestelle. stimmt. Guck mal, ich würde nicht hier switchen, sondern hier wirklich alle vier separat lassen, sondern an den Haltestellen vom Input her das ändern. Wobei ich es jetzt auch nicht so schlimm finde, wenn wir. Wobei stimmt, Also ja. alle gleichmäßig mit Uran füllen, finde ich jetzt auch eher eine scheiße Idee. Weil Ja, falls wir Dito. irgendwo was anderes Okay. reinmachen wollen, das füllt sich nicht voll. Und Ja, falls okay. mal eins voll läuft, dann kann man es immer noch auf den zweiten Waggon umändern. Fertig. Okay, machen wir so. Haben wir quasi die Reserve noch. Und zur Not Aber. können wir hier, ganz sowas können wir hier noch, falls Polymer jetzt voll läuft und der Schredder nicht hinterherkommt, aus irgendwelchen Gründen, dann können wir hier noch Polymer jetzt reinpumpen mit seinem einen Waggon quasi. Alter. Wobei mir gerade auffällt, kann man das Uran überhaupt schreddern? Weil. Könnte gut sein, dass es nicht geht.
Wäre Würde mich nicht echt wundern. dumm. Kannst echt das ohne Schredder machen, oder? Weil ich meine. Ja. Ich hätte auch ohne Schredderer geplant, tatsächlich. Okay. Also, ich habe zwar vorne mitgesagt, aber im Nachhinein dachte ich mir auch so, ja, muss ich sein. Okay, das heißt, Kostet nur Platz. wir machen. Dann, ich meine, dann ist ja die Reihe eigentlich recht egal. Dann machen wir hinten das Ende. Ja, Richtig? genau. Okay. Ist das so, das Ding machen mit oder ohne Versatz? Das können wir jetzt auch entscheiden. Das ist dann natürlich auch egal. Bei Mitversatz müssten wir halt das Fließband, wie ich sagte, über die Container drüber führen und hinten reinmachen. Mit Versatz. Weil eine andere Möglichkeit haben wir da nicht. Oder macht halt das schräg runter, das Fließband ein Stück. Aber sieht halt nicht so geil aus. Ich finde beides nicht gerade. Ich würde aber sagen, wir platzieren einfach mal hinten die Container und schauen dann hier, wie es mit oder ohne Versatz Nico, dein aussieht. Inventar ist voll. Ja, Du ich hast da Müll weiß. hinterlassen. Ich Da weiß. und da. Ja, viel Spaß beim Aufsammeln. Ach, danke. Achso, warte. Wie sieht es denn aus? Wir haben hier 11 Platten. Genau. Das heißt, wenn wir 4 Batterien bauen, ja. Dann haben wir 3 Platten übrig. Lol, das passt. Warte mal. Das heißt, ich würde sagen, Ja. eine Batterie, zweite Batterie, dritte Batterie und vierte Batterie. Immer zwischen den Batterien ein Platz. Ach stimmt, also, ja, perfekt, oder? Ja, läuft. Also gucken, wie viel Platz wir hier vorne lassen und wie viel Platz wir hinten lassen. Aber ich würde sagen, tatsächlich eine Platte freilassen. Von hier zu dem Ding. Ja, Zu mindestens, dem also. Fließbänder gut hin und runter bekommen. Je nachdem, wie wir es halt haben wollen. Ich würde sowieso sagen, dass wir die immer als zwei. Ich zeige jetzt aber. Warte, ich komme in die Richtung jetzt, richtig? Also so. Wenn ich mich nicht Ich ganz weiß nicht, wie ich täusche. erst platziert habe, keine Ahnung. Dass es der Würde schon Output gehen. ganz hier hinten ist. Ja, Ja? genau. Ja, doch, ja, genau. Nun, dass wir dann immer, würde ich sagen, zwei Platten nutzen. So, und Warte. dann. Passt hier hinter einem Lift? Ich will den Oh. gleichen Fehler machen. Nope. Safe nicht. Machst du Warum mit dem hast du gleichen das Fehler? bemerkt? Ach, Mann. Alter, ich hab mich so weggeschmissen, wenn wir den gleichen Fehler haben. Alles fertig gebaut. Und am Ende so, bei der Verbindung so. Wir haben, glaube ich, gerade den gleichen Fehler wie der Hauptgebäude gemacht. Boah, Ups. das wäre so ärgerlich. Alter, also wirklich, dann kann man es auch nicht mehr für Nico dann vorbei. Ja. Also. Oh, so schon. Das heißt, so. Probieren wir mal, ob es geht mit Lift. Nein. Gut aus. Okay. Ach so, warte. Ah, passt gut. Ja, und dann immer genauso viel Abstand. 2 habe ich jetzt hier gelassen. Ja, müsste. Ah, ist aber auch schön, dass wir immer so große Projekte machen. Vor allem sind die mega unnötig. Wenn man Ja. es ganz ehrlich, ganz genau nimmt. Ups. Und ich Einfach nur, weil erinnere es auch. schön aussieht. Und ich erinnere auch gerne mal an Modland, ne? Wo wir da so einen kleinen Hangar gebaut haben. Ja, aber das hier ist nichts gegen den Hangar. Also, der Hangar ist. Ja, Alter. aber wir haben viel mehr unnötige große Projekte hier als Ja. Ich will gar in nicht Modland zusammen. wissen, was wir Modland oder das so machen würden, wenn wir das viel spielen würden. Ja. Das wäre das, habe ich ja schon vorgeschlagen, wenn wir ein neues Bauprojekt anfangen. Ich habe schon Angst davor. Weil es wird auch wahrscheinlich sehr unnötig werden. Egal. Einfach nur, weil es geht. Ja. Ja, das passt eigentlich recht gut hier. Wollen wir die vordere Reihe hochziehen, quasi, und mal gucken oben, wie das passt. Hat genau gereicht, wie du sagst, ne? Fehlten dir? Fehlten dir, hallo? Alles, oder? Oh. Ja, alles. Ich habe null Aus Stahlträger hätte ich noch von geben können, beidem. deswegen. Ja. Ach, wir brauchen mal dringende Pranken oben, um erst nervt darauf zu fliegen. Ja. Schon so Stimmt. verwöhnt. Oh ja.
Was genau? Und noch 2,5 Minuten, Nico. Ja, habe ich schon gesehen. So, das brauche ich nicht mehr. Machen wir da echt morgen weiter? Heute? Von mir aus gerne. Nee, morgen. Ja. Na, also, Matze, ne? Setup, du weißt, ich, ne? Das Factory, ja, ich ja. Mag ja das Spiel, ne? Relativ was, gerne. Okay. Ja, aber nicht nur. Ich wollte heute eigentlich auch 2 Spiele haben, aber drin haben. Ursprünglich hätte sogar Rocket League auf meiner Donnisch gemacht, weil wir auch so spät angefangen haben. Tja. So, wir können es jetzt noch bis nach oben ziehen. Mach mal. Also nicht alle, sondern. Klar, das ist die vorderste Reihe. Ja. Ja, wenn ich nicht so für Luftgeräusche Schotter fallen würde, naja. Achso, ja, wie komme ich jetzt nach oben? Hochfliegen, ja, auf die erste Station drauf, auf die Station drauf und dann weiter auf. Achso, da fehlt noch eine Reihe, okay. So. Warte, ich hab bessere Idee da. Zack. Einmal so und einmal. Da. So. Ja, perfekt. So, ja, dann fahr drauf. Ja, genau, da wäre geplant, dass wir es höher bauen. Besser so. Also nur um die beiden Methoden zu vergleichen. Ja. So, da ist ja. Da der Output. Input. Ah. Oh, Leute, was mir bei drauf auffällt, wenn wir die Methode hier nehmen. Wie platzieren wir ein Fließband von da nach da hinten? Oh, man kann auf den scheiß Dingern nicht platzieren. Ja, also klar, wir können natürlich nur hier die. Ja, eine Reihe Dings abreißen, bauen. Dann die Masten hin. Ja, also beziehungsweise. Und dann so weit erst die Container. Erst, genau, so weit bauen, bis eine Reihe weniger ist und dann, genau. Wird das auch aussehen? Halt... Ey, vorne ran. Schwierig. Ja, aber. Also schwieriger. Gut, den Container weg und das Ding halt dann geht. Etwas schwieriger, ja. Und dann draußen. Wäre nicht schlecht. Aber das halt mega sinnvoll ist, ist halt die Frage. Andererseits hätten wir halt dann das Ding nicht noch höher als Gebäude. Oh, das stimmt. Merze, wir sollten mal wieder. Ne, da Richtung. Also zur Zweitbase, um zu gucken, wie das Gebäude überhaupt aussieht. Wir haben keine mehr Ahnung, wie es mit der Höhe und so ist. Würde ich sowieso echt mal gerne wissen. Wie mit der Höhe? Macht sich von hier zur Decke oder was? Nee, generell. Das komplette Gebäude. Von außen so richtig. Ach, von weiter weg meinst du? Ja, ja, ah, ja, genau. Ja, ich mal am Ende machen. Ja, warte. Oder so. Flash. Ethisch durch, oder? Doch, wobei ich, kurz wobei ich je nach, dann... Ja, wobei ich je nachdem auch entscheiden würde, ob wir die Plattform höher machen oder nicht. Lass uns rektorieren, sag mal, das wäre egal, ja? Was wäre denn so geiler vom Gebäude jetzt hier drinnen aus gesehen? Wäre es geiler, das Zeug hier rüber zu platzieren? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Wäre geiler, wenn das direkt wäre. Ja. Dann müssten wir eine Platte auf jeden Fall höher. Das würde reichen. Eine Platte kann man auch so draufstellen, dazwischen stellen. Das geht ja, braucht keine 2 Platten frei. Das Gebäude ist auch nicht so groß wie das da, wo man mehr Platz braucht. So. Hast du. Natürlich, Nico. Matze? Da fehlt eine Wand. Bei Deponia ja selber. Beim Hauptgebäude. Ja, warte mal, schick erstmal hier hoch. Wir müssen da. Ah, okay. Ich stehe schon. Du bist hochgekommen. Ich komme. Danke. Also auf jeden Fall für die Methode 1 höher bauen und dann
müssen wir nicht das Fließband drüber legen, was eigentlich nicht gerade geil ist unbedingt. Das heißt, rein tue ich mal kurz die Ecke mal hier schon höher. Weg da. Sonst können wir mal weg. Quasi. Leider haben wir die Aussichtstürme nicht mehr. Ist abgerissen. Ja, Aber gut, bis mal aber ich zur finde, von Flasche der dann zweiten laufen. Base sieht man es deutlich Ja. besser als von dem Dingsbums da. Wenn man dort oben ist, wobei, wenn man der zweite Base oben rumläuft, aus dem Fenster rausschaut. Alter, So man kommt Schiss hier vor der sogar zweiten Base, easy ne? auf das Ding da, lol. Ich Ist dachte, nicht schlecht. okay, ja, ich fliege immer noch, ich bin noch relativ deutsch über dir. Ich hab noch ein bisschen Toll. Sprit. Okay, ich Ja, man habe kommt die direkt zur Schienenwendung Haupt, gemacht. zur Zweitbase sogar, zur Hauptbase, Alter, hier. Dieser Gönnung. Satz war falsch. Ah ja, das Gebäude ist schon groß, Junge, wenn man hier ausschaut. Also von der Zugstelle sieht Oh. das auch nicht so krass aus. Ja, aber finde ich gar nicht. Lol. Fändest du es geil, wenn man die obersten beiden Reihen Glas durch normale Wände ersetzen würde? Ich glaube, das würde Nein. saugeil aussehen. Glaub Verdammt. nicht. Ich glaube, da Sicher? muss ich dir leider nicht zustimmen. Was ich aber gerade eher sehe, Nikola, von hier unten das Gebäude halt schon sehr flach aussieht. Ganz okay. Finde ich Also tatsächlich so okay. sogar, dass ich sage, okay, ein oder zwei Reihen oben drauf an Glas-Dingern ist mir egal. Wenn ich von hier aus schaue, weil du auch nicht siehst, wie der ganze Gebäude nach hinten geht in den Berg. Ja, Also wenn das man weiß, dass es nicht weiter hinten stimmt. geht, dann ist es halt wieder belastend. Finde es Was wir gerne mal okay. testen könnten mit dem, was wenn oben halt alle Wände wären, die obersten beiden Platten. Ja. Also wir können es gerne mal testen. ZW denke ich mir halt, okay, vielleicht das vielleicht nur eine Reihe oder so, vielleicht sogar okay aussehen könnte, aber ich bin halt echt unsicher. Vor allem, weil wir oben ja einen Glasboden haben. Und es könnte vielleicht komisch aussehen, wenn da auf einmal halt, ne, oder zweimal normale Wände sind. Von oben aus, wenn man auf dem Gebäude draufsteht oder und so. Ja, gut, aber aufs Und ja. Gebäude kommt man ja nicht Und eigentlich. andererseits denke ich mir, wenn man so ein Hochhaus hat, als ob da oben nochmal was ohne Glas ist. So, gerade oben ist eigentlich mal alles aus Glas. Einfach wie in der Aussicht. Ja, das stimmt. Ich werde das einfach mal mit Kreativ bauen und dann schauen Ja, wir, also ich können kann wir mir mal vorstellen, dass es schauen. nicht gut aussieht, aber. Ich könnte mir das Also mir ziemlich cool zumindest. vorstellen. Ja, du, Nico. Du, Ja. Geschmack, kennen wir ja schon. Das Thema hat er schon oft. Warte. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich hier bei dem zweiten Gebäude eins höher machen. Das ist okay. Also, ja, zumindest so wie es da jetzt ist, ja, Ja, okay, finde ich genau. okay. Höher würde ich tatsächlich nicht sagen, weil ich finde, dann wird das, also dann wirkt das, glaube ich, So. zu würfelig. Also, ne, wenn du von der Seite Ja, ich schaust, weiß, was du meinst, aber. ne, ich möchte ja nicht, also ich möchte, dass das Gebäude, ich möchte, dass entweder ein Gebäude deutlich höher ist, als es breit ist, Ja. oder deutlich niedriger, als es breit ist. Was heißt deutlich, aber schon etwas, ne? Ja, ich weiß, was Und wenn du wir es meinst. zu sehr hochbauen, dann naja. Ja, entweder höher oder niedriger, nichts exakt, nicht alles, nur nicht gerade gleich viel, also ja, der Bereich ist scheiße. Verstehe ich. Deswegen die Reihe, die da drauf ist, aktuell noch okay. Von mir aus gerne. Aber nicht unbedingt noch höher. Das Ding ist auch, wenn man im Angenommen macht, bei den großen Gebäuden halt ein oder zwei halt oben aus normal, müssen wir es eigentlich mit dem auch schon fast machen. Ach Oder? so, ja, ich Oder? meinte das. Das Kleine. Ich dachte, man macht das große. Ja. Nee. Okay, da Ach so, könnte ich deswegen mir auch das. Hochhaus, Mann, lol. Ich Ah. finde das mir so, dass ich wenig geil finde, dass hier halt noch da oben nochmal normal ist. Ne? Deswegen so, hä? Ah. Das meinst du? Jetzt gibt es natürlich deutlich mehr Sinn. Ah. Beim Hochhaus? Ich glaube, ich würde es so lassen beim Hochhaus. Ich würde da Ja. nicht die Reihen drum bauen. Nee, ich glaube, würde ich wirklich auch nicht tun, nee. Aber Nur halt vielleicht bei in dem Fall nicht ganz kleineren. cool aussehen. Vor allem, wer eventuell sogar da eine andere Farbe noch mit reinbringt dann. Oder vielleicht was schwarz macht oder so. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich gleich Auch unten. weiß. Na, mal gucken. Ach, ja, je nachdem, wie wir es überhaupt Ja, wir können es machen. gerne mal testen. Es könnte gut aussehen, aber ich bin halt hardcore unsicher. Ja, ich werde es. Denkst du eher mit zwei oder mit einer Reihe? Normale Wände. Ich kann es nicht einschätzen, aber ich glaube, eine gibt kaum Sinn. Wahrscheinlich eher Richtig, zwei. Dito. Also, ich bin eher für auf jeden Fall für zwei. Dann Ja, werde ich mal ich mit auch. zwei testen, einfach im Kreativ und Dann kannst du mir dann. ein Bild schicken, über WhatsApp oder so. Ja, oder wir gehen dann irgendwann mal in die Welt rein heute.
Ja, mal kurz. Ja. Können wir sogar Nee, im jetzt Stream nicht dann. mehr. Ja. Naja, Dann, gut. kannst du eigentlich auch direkt mal schon mal deine andere Welt die Farbe ändern. Dass du mal mit der Farbe siehst. Ich glaube, das macht auch noch Stimmt. deutlich was aus. Weil Glas und Weiß ist anders als Glas und Orange. Ja, Macht einen stimmt. Unterschied. Gut, müssen wir wohl Meine durchfahren. ich. Jetzt. Jupp. Alter. Boah, 5 Stunden, ey. Ja, du überlegst, wir Ja. haben erst um 9 angefangen. Stell dir vor, wir hätten schon eine Stunde früher angefangen oder so. Oder erst mit 6 Stunden. Du hattest nicht wirklich Bock auf Satisfactory, ja, das hast du jetzt davon. Ja, gut, aber Fünf ich doch Stunden war so Stream. schon irgendwie schon wieder Bock drauf bekommen, das ist ja nicht. Vor allem durch das Zweitgebäude, was nochmal was anderes war. Tja. Gut, dann war es auf jeden Fall für diesen Stream gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Stream von Digital Space. Ciao!